So, hallo Leute, hier ist eure Ilishia. Heute ist Tag 3 der neuen Quest von Mario am Observatorium. Und Mario hat heute für uns eigentlich vier Aufgaben generell. Zwei davon haben wir aber auch schon gestern gemacht und vorgestern einmal neue Teile für das Teleskop und Kalibrierung für die Sterne. Die habe ich mittlerweile schon selber gerade gemacht und jetzt sind noch zwei neue Quests offen, die ich noch nicht gemacht habe und die werde ich jetzt einmal mit euch gemeinsam durchgehen. Und wir fangen auch mal direkt an. Toni mit der Kombi. Okay, also wir sollen jetzt heruntergefallene Sternteile rund um das Observatorium sammeln für Mario. Und die Toni mit andere der Kombi. Quest. Okay, also anscheinend müssen wir die da jetzt gleich einsammeln. Okay, also drei Steine sind das. Anscheinend können wir durch die Tür gehen und uns das angucken nochmal. Das machen wir einfach mal zum Test. Okay, also gut einprägen nochmal. Sollte eigentlich machbar sein. Gut, dann steigen wir mal auf. Und dann würde ich sagen, reiten wir einfach mal los. Wie die letzten Tage auch zählt für die Leute, die noch nicht die Seilbahn-Quest gemacht haben. Ihr dürft wieder hier rumreiten. Ne? Und wir nehmen aber die Seilbahn. Dann machen wir jetzt die Aufgabe Sterne über dem Feld als erstes. Ich meine noch in Erinnerung zu haben, dass hinten bei den alten Ölfeldern eins war. Reiten wir jetzt erstmal hin. Ah, da funkelt es auch schon. Ja, da ist der erste Stern. Ja, das ging ja fix. Dann meine ich, war da. Ups. Über da, wo wir die Brücke zur Baroness gesehen haben, war da auch noch ein Stern. Vielleicht da hinten bei diesen großen weißen Felsen. Aus müssten wir die Brücke gut sehen können. Ah, da funkelt es auch schon. Ah, da ist der zweite. Das ist gut. Okay, und der dritte Stern. Ich glaube, der war da vorne irgendwo bei den Bauarbeiten. Das war nicht die falsche Richtung, glaube ich. Ah, da glitzert's. Da ist er. Gefunden. Und im Galopp eingesammelt. So, dann kehren wir auch direkt rum und reiten wieder zurück zu Mario.
So, dann nehmen wir die erste Quest schon mal ab. Hier ist heute auch sehr viel los. Doli, mit der Gummi. So, eine hätten wir dann abgegeben. Und jetzt müssen wir noch Sternregen über dem nördlichen Berg machen. Hilf Mario, heruntergefallene Sternteile rund um das Observatorium zu sammeln. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die hier irgendwo liegen. Da glitzert schon. Okay, sie liegen da einfach rum, das ist gut. Die sammle ich dann mal eben ein. Die dampfen ja sogar noch. So, das hätten wir dann auch schon fertig. So, dann geben wir die ab. Doli, mit der Gummi. Super, so, jetzt haben wir noch eine richtige Aufgabe, eine richtige Hauptquest, würde ich mal fast behaupten. Nicht mehr diese Nebenquest. Mal gucken, was er von uns möchte. Darkcore ist schon mal nicht gut, aber gut, wenn Mario das möchte, gucken wir uns den mal an. Okay, Firecore müssen wir um eine Juli zu interviewen. Okay, ich würde sagen, die Daten 3 klingt am vielversprechendsten, aber wir reiten jetzt einfach zu allen hin. So, jetzt sind wir bei Kandidat Nummer 1 in Moorland und ich persönlich halte den ersten Kandidaten ja nicht für den Favoriten, ne? Ist ja, sind ja unsere Feinde, ne? Aber mal gucken, was sie zu sagen hat. Nee. Sie schon als Frau. Ich bin die Beste dafür. Okay. Mich ist das ein Mann? Also er wird den Laden gut beschützen und Einbrecher verjagen oder von der Klippe schubsen, hat er ja gerade gesagt, was ich nicht gerade toll finde. Das muss einem die auch nicht passieren. Aber ich reite jetzt erstmal noch zu Kandidat 2 und 3 und mal gucken, was die uns so sagen. So, wir sind jetzt bei Kandidatin Nummer 2 und wir stehen hier im Fear Groove und Juli sollte nicht älter aussehen wie 16, meinte Mario auf dem Bild, aber... Okay, ich finde, sie sieht schon ein bisschen älter aus. Mal gucken, was sie sagt.
unserer Bergsteigerin und ich finde sie auf jeden Fall besser wie den Kerl von vorhin, den Kandidat 357. Wir reiten jetzt mal zu Kandidat 3 und ja, mal gucken, was die uns dann da erzählt. So, wir sind jetzt bei der dritten und letzten Kandidatin für Marios Shop. Die haben wir in Silverglade gefunden, hier hinten bei den Shops. Die gute Dame heißt Bella und mal gucken, was sie für Qualifikationen so hat. Meine Mom. Das scheint schon mal nicht so gut zu hören. Meine Mom. Das ist natürlich ein gutes Argument, dass sie so laut schreien kann, dass Mario keine Werbung fürs Observatorium braucht. Das ist wirklich eigentlich eine sehr gute Idee. Nun ja, dann haben wir jetzt alle drei Kandidaten durch und dann würde ich jetzt sagen, reiten wir einfach hoch wieder zu Mario und mal gucken, was er dazu sagt, was wir ihm so erzählen. So, wir sind jetzt gleich oben wieder bei Mario. Wir haben jetzt alle Kandidaten abgeklappert und mal gefragt, was die so für Qualifikation, dankeschön, Qualifikation haben, um bei Mario zu arbeiten. Ich persönlich finde die Dame im Weingut sehr gut, weil dann kann Mario echt an Werbung und so weiter sparen. Aber gut, das muss Mario selber wissen. Mal gucken, was er sagt, wenn wir ihm jetzt erzählen, wie die Kandidaten waren. Toni, wieder kommt, ne? Toni, wieder kommt, ne? Toni, wieder kommt, ne? Toni, wieder kommt, ne? Ja, ich finde ja, dass... Und Feier, wie hieß sie denn jetzt? War das jetzt die Juli oder die Bella? Ne, die Bella war das nicht. Die Bella. Ich finde die Bella. Toni, wieder kommt, ne? Cool, jetzt wird Bella hier wahrscheinlich arbeiten. Und, gut, dann kriegen wir wahrscheinlich morgen wieder die nächste Quest. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und bis dahin, macht's gut!